Steil nach oben soll es ab dem 4. Dezember mit dem bayerischen Lokalfernsehen gehen. Nach dem Beschluss des Landtags und der Novellierung des bayerischen Mediengesetzes ist nun der Weg frei für die Übertragung der regionalen Fernsehprogramme per Satellit. Bei einer Pressekonferenz der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien machten die Politiker auch deutlich, dass regionales Fernsehen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Deshalb sei diese Verbesserung ein weiterer wichtiger Schritt im digitalen Zeitalter und das aus gutem Grund. Ein Empfang über Satellit war bisher nicht möglich. Wir haben dies nun ermöglicht, indem wir 10 Satellitenkanäle in Bayern angemietet haben für Lokal-TV. Und dies bedeutet im Ergebnis, dass 100% der Haushalte nun Lokal-TV auf diesen beiden Verbreitungswegen empfangen können. Dies ist ein großer Fortschritt, gerade für den ländlichen Raum, wo der Kabelanschluss teilweise ja nicht so verbreitet ist wie in den Städten. Den 16 bayerischen Anbietern von lokalen Fernsehprogrammen stehen ab 4. Dezember 10 digitale Astra-Satellitenkanäle zur Verfügung. In Niederbayern werden ab diesem Zeitpunkt Donau-TV, Teleregional Passau und Regionalfernsehen Landshut über die Senderkennung Niederbayern ihre Programme im Wechsel ausstrahlen. Die bisherige Senderkennung ONTV fällt dann weg. In bester technischer Qualität werden die Programme dann per Satellit rund um die Uhr zu empfangen sein. Von oben kommen jetzt 16 bayerische Lokalprogramme auf insgesamt 10 Satellitenkanälen in digitaler Qualität. Und das ist schon mal ganz was Ordentliches für Bayern. Ja, damit hat man nicht nur in Bayern die Möglichkeit, lokales Fernsehen aus Bayern zu gucken, sondern mittlerweile europaweit. Und das ist ein toller Erfolg. Durch ein neues Lokal-TV-Portal, das zum 1. Januar 2013 startet, werden die lokalen TV-Programme auch problemlos zu finden sein. Kinderleicht, verspricht der Fachmann. Es ist technisch gar nicht kompliziert. Es wird auf dem Programmplatz 99, auf vielen Endgeräten, wird das Lokal-TV-Portal sichtbar sein. Und dort kann man sich zum Beispiel alle Beiträge, die gerade nicht live, sondern nicht linear vorhanden sind, kann man sich dann über eine Internetverbindung des Fernsehgerätes entsprechend anschauen. Regionale Identität und Heimatverbundenheit seien gerade in Zeiten der Globalisierung ein wichtiger Standortfaktor. Regionales Fernsehen trage inhaltlich viel dazu bei und sei mit dieser technischen Neuerung im Konzert der Großen auch weiterhin voll konkurrenzfähig. Die Entscheidung, dass Steuergelder dafür zur Verfügung gestellt wurden, war keine einfache, aber in der Summe der Argumente hat man eingesehen, dass dies notwendig ist. Hier wird ein wichtiger Beitrag zur Grundversorgung der Menschen geleistet. Lokale Informationen sind gerade in Zeiten von Globalisierung und Internationalität genauso wichtig für die Menschen, für die Wurzelung der Menschen vor Ort. Und deshalb lohnt sich diese Investition. Startfrei also für das regionale Satellitenfernsehen. Zur Primetime wird Donau-TV ab 4. Dezember um 19 Uhr, 20.30 Uhr und wie gewohnt um 22 Uhr zu sehen sein. Und alle weiteren 90 Minuten rund um die Uhr.